Heyo zusammen und herzlich willkommen zu meinem allerersten Tag. Ich bin tatsächlich getaggt worden und zwar vom lieben Zeugs. Vielen Dank dafür. Ich war etwas geflasht, weil ich nicht gedacht hätte, dass da jemand an mich denkt. Zumal es um einen Tag geht, der sich tatsächlich mit Harry Potter befasst, aber im Prinzip kein richtiger Harry Potter Tag ist, sondern sich auf Harry Potter YouTuber bezieht, zu denen ich mich jetzt eigentlich noch nicht hundertprozentig zähle, aber er hat in seinem Video, das übrigens eine halbe Stunde geht und das ich euch gerne hier unten drin verlinken möchte, viel Spaß dabei, hat er mich beziehungsweise in erster Linie meine Videoanalyse beziehungsweise mein Commentary zum Harry Potter Fanfilm Severus Snape and the Marauders erwähnt, das über eine Stunde geht und das ich euch auch gerne unten in der Videobeschreibung beziehungsweise hier oben in diesem kleinen i verlinken werde. Ja, vielen Dank fürs Taggen und dann werde ich mir die Fragen auf jeden Fall mal geben. Der Tag ist tatsächlich noch gar nicht so lange auf YouTube hier im Umlauf. Der ist von Dagi LP ins Leben gerufen worden, der ebenfalls ein Harry Potter YouTuber ist, aber ein vollkommen verrückter meiner Meinung nach. Denn er versucht in Minecraft, Minecraft sollte jedem Begriff sein hoffentlich, Hogwarts nachzubauen. Aber nicht einfach nur mit Mods und mit Kreativmodus und World Edit und so weiter, sondern im Survival-Modus. Sprich, er farmt alles, was er verbaut, selbst. Er ist, glaube ich, mittlerweile bei knapp 500 Parts oder so. Und holy shit, das ist ein Mammutprojekt. Er hat auf jeden Fall diesen Tag ins Leben gerufen mit 10 Fragen, die ich dann jetzt auch ganz gerne nacheinander durchgehen werde. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Frage 1. Was hat dich dazu bewegt, einen YouTube-Kanal zu eröffnen, der sich überwiegend mit Harry Potter beschäftigt? Eigentlich beschäftigt sich mein Kanal gar nicht hauptsächlich mit Harry Potter, sondern mit Let's Plays. Es war ursprünglich, beziehungsweise ist immer noch, ein Let's Play-Kanal. Und im Prinzip ist das, was ich tue, momentan nur dadurch geschuldet, dass ich einen ziemlichen Harry Potter Hype habe, der jetzt mittlerweile schon über ein Jahr anhält und der wahrscheinlich auch so schnell nicht abflauen wird. Und der dafür sorgt, dass ich ziemlich viele Harry Potter Videos mache. Was mich persönlich sehr freut und was mich auch, beziehungsweise was mir auch gezeigt hat, dass es in der YouTube-Szene jede Menge Potterheads gibt, die auch ganz gerne solche Videos sehen. Dementsprechend habe ich das dann einfach beibehalten und mittlerweile sind halt sehr viele Videos auf meinem Kanal auch Harry Potter bezogen. Aber ursprünglich ist dieser Kanal eröffnet worden als Let's Play-Kanal. Zweite Frage. Was für Harry Potter-Formate machst du aktuell oder hast du noch vor? Natürlich in erster Linie meine Let's Plays. Ich bin momentan beim fünften Spiel angekommen und werde auf jeden Fall alle 7 bzw. 8 Spiele sind es, glaube ich, durchspielen, weil auch 8 Filme und so. Und ansonsten habe ich noch nicht wirklich Harry Potter-Formate vorhanden. Da mir aber auch keine richtigen einfallen, um ehrlich zu sein. Ich mache hin und wieder mal so Harry Potter-bezogene Videos. Ich habe tatsächlich auch eine Reihe gestartet, in der ich die Pottermore-Seite vorstellen wollte, als es noch die alte Seite war. Und habe da dann mehr oder weniger auch so eine Art Let's Show draus gemacht, indem ich dann halt gezeigt habe, wie die Seite aufgebaut ist, indem ich diese interaktiven Momente der 7 Bände durchgehen wollte. Allerdings musste ich das nach Part 10 abbrechen, weil dann die Seite verändert wurde. Fand ich sehr, sehr, sehr schade. Aber es werden auf jeden Fall noch weitere Harry Potter-basierte Videos bei mir kommen. Und ich hoffe auch, dass ich irgendwann eine Idee für eine Reihe habe, beziehungsweise für bestimmte Formate. Wird sich zeigen, wird sich wohl ergeben. Aber das so bis jetzt das, was ich hier so habe. Drittens, was hältst du davon, dass durch Fantastic Beasts jede Menge neuer Fans auf das Franchise aufmerksam werden, die aber noch nicht oder kaum von Harry Potter mitbekommen haben? Ja, da kursieren ja mittlerweile etliche Diskussionen im Internet und gerade auf den Harry Potter-Seiten, auch auf Facebook und etc. Ich bin relativ dunkel, fällt mir gerade auf. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Bezüglich der Geschichte von wegen, ja, die Harry Potter-Fans, die jetzt dazukommen, die sind gar keine Harry Potter-Fans, weil die kennen das nur mit den Filmen. Da ist dann die Frage, wie definiert man Potterhead? Wie definiert man, wer ein Harry Potter-Fan ist und wer nicht? Ich finde diese Diskussion eigentlich mega sinnlos, weil ich mir denke, jeder Harry Potter-Fan, der es mag, der es liebt, der sich mit dieser Welt identifizieren kann und der gerne in dieser Welt leben würde, der
das Harry Potter-Leben lebt, sozusagen. Der darf sich auch gerne als Fan bezeichnen. Und dadurch, dass jetzt durch dieses Fantastic Beasts neue Leute dazukommen, freue ich mich eigentlich, dass es noch mehr Leute gibt, mit denen man sich austauschen kann. Es gibt natürlich immer auch mal wieder Unterschiede, aber ich glaube, da kommt man später in den späteren Fragen auch nochmal, gehe ich da nochmal genauer drauf ein. Jedenfalls freue ich mich eigentlich darüber, dass es noch mehr Leute gibt, mit denen man sich austauschen kann und dass es mittlerweile relativ wahrscheinlich ist, dass man immer mehr Potterheads über den Weg läuft. Wenn die Leute halt nur die Filme kennen, gut, dann kennen sie halt nur die Filme, aber dann habe ich noch mehr, was ich ihnen erzählen kann und das freut mich dann auch. Also ich finde das gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Vierte Frage. Welches Thema bezogen auf Harry Potter fasziniert dich so sehr, dass du gerne mal ein Video dazu machen möchtest oder schon gemacht hast? Ich verweise nochmals auf Severus Snape and the Marauders. Ich bin der größte Marauders-Fanatiker auf dieser Welt. Gefühlt. Für mich gefühlt. Und dementsprechend ist alles, was mit den Marauders zu tun hat, auch das, was mich am meisten interessiert, tatsächlich. Und wenn es um die Harry Potter-Zeit geht, natürlich das, was von den Marauders übrig geblieben ist. Sprich Sirius und Remus. ja, tatsächlich ist das so das Gebiet, was mich am ehesten interessiert. Und zu dem ich tatsächlich auch sehr, sehr gerne neue Videos machen würde. Nur leider fällt mir nie ein, was. Man merkt, dass ich mit dem Harry Potter-Thema noch ganz, ganz klein bin und eigentlich eher so auf die Let's Play spezialisiert. Das Einzige, was ich wirklich sehr, sehr genossen habe und was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, war diese Analyse und dieses Commentary zu dem Fanfilm, was ich auch jederzeit wieder machen würde. Und falls ich irgendwas finden sollte, das sich auch wieder mit den Marauders beschäftigt, werde ich euch das gerne näher bringen und werde auf jeden Fall Videos in diese Richtung planen. Man darf gespannt sein. Definiere den Begriff Potterhead. Begriff. Deutsch, Englisch, Denglisch. Definiere den Begriff Potterhead. Da haben wir es nämlich schon. Wie definiert man Potterhead? Ist schwierig, finde ich, weil das irgendwie jeder wahrscheinlich anders definieren wird. Ich persönlich denke, Potterhead sind diejenigen, die wirklich mit Leidenschaft dabei sind. Die entweder die Bücher gelesen oder alle Filme gesehen haben und diejenigen, wenn sie nur die Filme gesehen haben, sich auch dafür interessieren, was in den Büchern vorkam. Ich habe jetzt schon mehrere Male Diskussionen unter meinen oder anderen Videos gehabt, wo dann Leute, die nur die Filme kannten und die mir auch gesagt haben, dass sie nur die Filme kennen, mit mir Diskussionen angefangen haben bezüglich, nee, ich weiß aber, dass das so ist. Bestes Beispiel dafür, das Motorrad von Sirius Black. Ist einfach ein schwieriges Thema manchmal und es gab da schon den einen oder anderen, der da wirklich auf seine Meinung beharrt hat, was ich relativ nervig fand. Es ging darum, dass man in dem ersten oder in der ersten oder zweiten Szene diese interaktiven Momente gesehen hat, wie Hagrid auf dem Motorrad auf dem Privet Drive gelandet ist und Harry da halt vorbeigebracht hat. Und ich habe natürlich direkt gesagt, Sirius Motorrad, weil es Sirius Motorrad ist. Und dann kam von einem unten in den Kommentaren, von mehreren wohlgemerkt, das sind mittlerweile drei Leute, glaube ich, die mir das da geschrieben haben. Aber das ist das Motorrad von Hagrid. Ich so, nein, das ist das von Sirius. Und dann meint sie aber, ja, aber er hat das im siebten Teil auch noch geflogen, also muss das doch sein sein. Ich so, nein, es gehört Sirius. Er hat es ihm geliehen, damit er Harry dahin bringen kann. Und im siebten Teil hat er es immer noch, weil Sirius es ihm mehr oder weniger vermacht hat. Mein Gott, jetzt kriegt euch wieder ein. So, und sowas finde ich halt einfach nervig. Wenn die Leute, die nur die Filme gelesen haben, ja, genau. Wenn die Leute nur die Filme gesehen haben und ich nun mal einfach die Bücher gelesen habe und dadurch ein bisschen mehr Infos habe, einfach ein bisschen mehr über diese Welt weiß, dann bitte akzeptiert das. Und beharrt nicht auf eure Meinung, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt die Filme gelesen und ja, da fliegt halt Hagrid auf dem Motorrad, also ist das seins. Nein, ist nicht so. Sowas finde ich dann halt ein bisschen nervig und ich weiß nicht, ob ich solche Leute dann wirklich auch als Potterhead ansehen kann, wenn die so auf ihrer Meinung beharren, nur weil sie die Bilder, die Filme gesehen haben. Tut mir den Gefallen, wenn ihr ein Potterhead seid, lasst euch belehren. Wenn ihr die Bücher nicht gelesen habt, macht es. Es lohnt sich so unglaublich. Und ansonsten, ich würde jeden als Potterhead bezeichnen, der das Ganze mit Leidenschaft verfolgt, der mit Leidenschaft dabei ist und der diese Welt liebt und lebt. Ich glaube, anders kann ich das schlecht definieren. Ich freue mich über jeden, den ich finde und der auch genauso großer Potterhead ist wie ich. Mir hat letztens jemand auf meiner Seite geschrieben, eine ellenlange Nachricht darüber, dass es war eine Sie, glaube ich,
meine Videos gesehen hat und die Spiele verfolgt und für sie das genauso Nostalgie ist wie für mich und sie wollte das einfach mal loswerden und ich habe mich mega gefreut, dadurch, dass das so eine lange Nachricht war. Ich habe ein Dauergrinsen wirklich im Gesicht gehabt und dachte mir so, oh mein Gott. Ich freue mich über jeden, den ich kennenlerne. Wirklich. Okay, weiter geht's. Sechste Frage. Was würdest du einem jungen Harry Potter Neueinsteiger, der nicht allzu gerne liest, raten? Erst die Filme schauen oder doch erst die Bücher lesen? Ich bin immer dafür, dass man erst die Filme schaut und dann die Bücher liest. Denn andersrum wird man nur enttäuscht. Ich war ja jemand, der in der Generation aufgewachsen ist, die erst die Bücher gelesen haben und dann die Filme gesehen haben. Und ich bin unfassbar enttäuscht von manchen Filmen gewesen, besonders vom fünften Teil, aber auch hauptsächlich wegen der Erinnerung von Snape, die einfach grottig war. Genau. Und deswegen würde ich gerade bei Harry Potter den Leuten raten, erst die Filme schauen, dann die Bücher lesen. Mittlerweile, gerade wenn es jetzt um Fantastic Beasts geht und die Leute da quasi Neuansteiger sind, ist es eigentlich fast schon normal, dass die Leute erst die Filme gesehen haben. Und dann sich entscheiden, oh ja, ist ganz interessant, lese ich mir auch mal die Bücher durch. Da erfährt man auf jeden Fall viel mehr und wenn man in den Büchern nochmal Neues entdeckt, ist das 10-mal interessanter, als wenn man schon alles weiß und dann in den Filmen feststellt, wie viel weggelassen wurde. Also das wäre so das, was ich euch mit Sicherheit raten würde. Außerdem geht das Filmgucken schneller für alle Lesefaulen. Welche Harry Potter-Kanäle findest du am interessantesten? Den von Zeugs auf jeden Fall, gar keine Frage. Abgesehen, also allein schon deshalb, wie viel Merchandise dieser Kerl hat. Das ist unfassbar. Es ist wirklich sowas von unfassbar. Und diese ganzen kleineren Videos, wo er das alles vorstellt, finde ich mega gut. Und wie er das vorstellt, vor allem auch. Und die Tatsache, dass er jetzt bei Elbenwald arbeitet, ist natürlich nochmal viel interessanter. Ja, okay. Also, Zeugs auf jeden Fall. Dann Potterhearts. Die beiden Mädels. Janina und lass mich nicht lügen. Genau, den Kanal Potterhearts von Janina und Mona. Die beiden finde ich unglaublich genial. Ich mag es super, super gerne, die Videos von denen anzuschauen. Und viel mehr kenne ich leider gar nicht. Ich habe in alle möglichen YouTuber-Kanäle, die mit Harry Potter zu tun haben, mal reingeschnuppert, aber das sind so die beiden, die ich mir regelmäßig anschaue und natürlich DagiLP, wegen dieser Let's Build Hogwarts im Survival-Modus Geschichte. Das ist der verrückteste Kerl ever. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was am Ende dabei rauskommt. Wirklich, wenn er diese Welt nicht in Minecraft zur Verfügung stellt, dann werde ich persönlich dahin fahren und ihm in den Arsch treten. Also diese drei auf jeden Fall. So, Potterhearts, Zeugs und DagiLP. Das sind so die drei, die ich hauptsächlich verfolge. Zeugs hat auch Cold Mirror genannt, die auf jeden Fall auch, aber die ist natürlich allgemeine gute YouTuberin und nicht nur auf Harry Potter bezogen. Fantastic Beasts wird ein Fünfteiler. Deine Meinung dazu? Holy moly, fünf Teile. Ich habe mich am Anfang schon gefragt, wie man einen ganzen Film aus einem Schulbuch machen will. Gut, der Film basiert im Endeffekt auf dem Vorwort des Buches und nicht auf dem Buch selbst, was ich nochmal seltsamer finde, weil das sind einfach nur anderthalb bis zwei Seiten ungefähr. Aber das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist unfassbar interessant und verspricht sehr, sehr viel Stoff für Neues. Natürlich, jeder Potterhead freut sich einen Ast ab darüber, dass man jetzt wieder in die Welt von Harry Potter zurück kann. Oh mein Gott! Ich freue mich auch unfassbar darüber. Und bin sehr, sehr gespannt, was die in diese fünf Filme alles reinpacken. Weil das ist ja wirklich viel, viel Platz für Neues und auch für neue Geschichten. Und ich hoffe wirklich sehr, dass auf alte Themen auch eingegangen wird. Sprich, soweit ich weiß, wird Grindelwald erwähnt. Wie ich jetzt heute erfahren habe, soll wohl Johnny Depp der Schauspieler für Grindelwald sein. Wow. Und ja. Der Kampf von Grindelwald und Dumbledore wäre auch ziemlich cool, aber dadurch, dass das irgendwie um die 1920er rum spielt, der erste Film, wäre es, glaube ich, ein bisschen seltsam, wenn dann in fünf Filme später schon 1945 wäre, in dem ja nun mal der Kampf von Dumbledore und Grindelwald stattfindet. Aber es wäre auf jeden Fall interessant, wenn man auch zum Harry Potter-Universum, also zu den Charakteren, die im Harry Potter-Universum nun mal beheimatet sind, dazu auch nochmal Rückschlüsse zu.
Rückschlüsse führen und ziehen könnte. Und das Interessanteste finde ich ja unter anderem diese Theorie, dass Aragog tatsächlich über Newt Scamander zu Hagrid gefunden hat. Weil es kursiert ja das Gerücht, Aragog hat ja irgendwann mal gesagt, er sei im Gepäck eines Reisenden zu Hagrid gekommen. Und da Newt Scamander nun mal in seinem Gepäck seine Tiere transportiert, wäre es natürlich interessant, wenn Hagrid tatsächlich von Newt Scamander dieses Ei von Aragog bekommen hätte. Aber das ist alles, also meine Meinung dazu auf jeden Fall, ich freue mich sehr darüber, dass man da tatsächlich 5 ganze Filme draus macht. Und dadurch, dass J.K. Rowling die Drehbücher schreibt, erwarte ich Großes. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Neuntens, für wie realistisch hältst du es, dass Harry Potter and the Cursed Child verfilmt wird? Leider für sehr realistisch. Ich sage bewusst leider, denn ich möchte nicht, dass es verfilmt wird. Ich bin absolut dagegen, abgesehen davon, dass, und jetzt bitte Vorsicht, Spoiler-Alarm, wer den Spoiler überspringen möchte, der klickt bitte hier irgendwo auf ein kleines Link-Dingsbums, was ich hier eingefügt habe, damit ihr das nicht mitbekommt. Vor allem, weil ich der Meinung bin, dass es nicht gut werden kann, weil Snape vorkommt und Alan Rickman nun mal leider Gottes tot ist. Das kann nicht funktionieren, Leute. Ich kann mir vorstellen, dass sie das dann so aussehen lassen wollen wie in einer anderen Zeitlinie und in einem anderen, einer anderen Zeitdimension. Könnte es ja sein, dass Snape ganz anders aussieht als im Harry Potter-Universum. Aber trotzdem, Leute, es kann nicht funktionieren. Niemand außer Alan Rickman kann Snape darstellen, ganz ehrlich. Gerade, ich habe am Anfang, als ich erfahren habe, dass aus Fantastic Beasts 5 Teile werden sollen, auch erstmal den Gedanken gehabt, boah, das wird voll ausgeschlachtet. Wenn die aus The Cursed Child tatsächlich einen Film machen, dann bin ich definitiv der Meinung, dass es Ausschlachterei ist. Weil das ist der absolute Horror. Leute, das kann so nicht funktionieren. Ich finde es als Theaterstück bombastisch. Ich denke mir, dass das richtig, richtig geil rübergebracht werden kann als Theaterstück, aber nicht als Film. Ich habe mir während dem Lesen ganz oft vorgestellt, wie das als Theaterstück sein muss und es wäre schon ein kleines Träumchen von mir, dieses Theaterstück wirklich irgendwann mal zu sehen. Oh, wirklich. Ich fand das Buch ziemlich cool, weil ich halt auch Dramen liebe, aber als Film never. Leider, wie gesagt, halte ich es relativ realistisch, dass es tatsächlich irgendwann verfilmt wird. Tja, rest in peace, Alan Rickman. Und die 10. und letzte Frage, dein Lieblingscharakter, dein Haus und dein Patronus. Mein Lieblingscharakter, Sirius Black, wird immer so sein, ist immer so, war schon immer so. Ich habe da hinten übrigens auch eine Marauders Map hängen. Da, da, da. Und sein Zauberstab war der erste, den ich besessen habe. Lieblingscharakter Sirius Black, mein Haus. Ich habe den Häusertest ja neu gemacht. Ich spoiler noch nicht mein Haus, aber ich bin leider kein Slytherin mehr. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich jemals so ein Vollblut-Slytherin war, wie ich mir das immer gewünscht habe. Mittlerweile, dadurch, dass ich so fanatisch mit den Marauders bin, denke ich mir, Gryffindor wäre auch cool. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Laut Pottermore bin ich ein Slytherin, sagen wir es so. Laut dem ersten Pottermore-Test. Und ich habe mich damit auch immer relativ wohl gefühlt. Allerdings keiner von diesen, boah, ihr seid alles scheiße und Reinblut über alles und ich schließe mich am besten den Todessern an, Slytherin. Nein, sorry, Zeugs, aber nein. Ich bin einfach nur ein Slytherin, weil ehrgeizig. Und wenn ich mir was in den Kopf setze, möchte ich das und will ich das und werde ich das auch erreichen. Und deshalb Slytherin und nicht wegen dunkler Magie. Und mein Patronus, wie wir herausgefunden haben, ist ein Iltis. Ich finde das ziemlich niedlich. Und ja, bin ich durchaus zufrieden mit. Ich hätte zwar tatsächlich mit einem Wolf gerechnet, aber das ist irgendwie auch so ein bisschen Mainstream, muss ich sagen. Ein Iltis finde ich ganz cool, weil es auch so in Richtung Frettchen und Marder geht und irgendwie sind die süß und quirlig und wendig und ja. Abgesehen davon, dass das auch meine Animagus-Gestalt wäre, wie ich ja schon gesagt habe. Mag ich auf jeden Fall. Gut, ich müsste Leute taggen. Oh mein Gott. Ich habe keine Ahnung, wen ich taggen soll. Zumal ich keine Harry Potter YouTuber kenne. Ich überleg's mir noch.
und hängst dann hier hinten dran. Das werde ich dann wahrscheinlich nochmal aufnehmen. Ich will auch keine allzu großen Harry Potter YouTuber taggen, weil ich mir dann denke, ich mit meinen 250 Abonnenten kann ich ankommen und kann einen mit 100.000 taggen. Wie kommt das denn rüber, ey? Also, ich habe mir das jetzt nochmal hier ein bisschen angeschaut, habe nochmal meine YouTube-Seiten ein bisschen durchforstet und habe geschaut, wen ich denn eventuell taggen könnte. Und da ist mir nur, sind mir nur zwei Kanäle eingefallen. In erster Linie Char Ginger. Char Ginger verlinke ich euch auch ganz gerne mal unten in der Videobeschreibung. Sie ist auch eine sehr große Harry Potter-Anhängerin, sehr großer leidenschaftlicher Potterhead. Und sie macht unter anderem Formate wie Harry Potter Confessions, was ich ziemlich cool finde. Und ja, sie würde ich dann auf jeden Fall taggen, auch wenn ich nicht glaube, dass ich mich traue, sie anzuschreiben. Aber trotzdem, ich tagge sie. Und den Kanal Potterhearts. Von Dagi LP selbst ist Mona Felicis, also der Kanal von Mona, schon mal verlinkt worden, beziehungsweise getaggt worden. Aber ich fände es eigentlich ganz cool, wenn die beiden Mädels das auf ihrem Potterhearts-Kanal machen würden. Deswegen tagge ich einfach den Kanal Potterhearts. Ja, ansonsten müssten eigentlich drei sein, aber ich kenne leider nur die beiden und habe jetzt auch nach langer Suche nur die beiden gefunden und deswegen werde ich bei den beiden bleiben. Yay! Jedenfalls freue ich mich, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, das Video anzuschauen. Es geht 20 Minuten, das ist tatsächlich noch im Rahmen. Ich hätte mit viel längeren Videos gerechnet, zumal ich meistens ja sehr ausschweife. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.